Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Hier im Waldstadion von Beek, der Tabellenvierte gegen den Tabellenfünfzehnten. Damit euch allen viel Spaß bei dieser Übertragung aus Beek von Sport Total TV. Drei bieten sich an, einer macht's, Hagemann macht's. Aufs Toreck gezogen, deutlich verzogen. Diese erste Annäherung, keine Gefahr für Ron Meyer, den Schlussmann von Wegberg Beek. Kommt die zweite Chance, Terrazino. Ja, mit der Hacke weitergeleitet. Artistisch für Johnson Becher. Eckball, Wuppertaler SV. Sehen wir es nochmal. Die Flanke von Terrazino. Relativ flach und Benchrop dann mit der Hacke. Und der Ball kommt Richtung zweiter Pfosten. Da muss Ron Meyer einschreiten. Tut er auch. Und es gibt den ersten Eckstoß für den WSV. Mit links Götzschkan. Kommt gut rein. Guter Ball. Neunte Spielminute für unsere Gäste, neuer Spielstand 0:1, Torschütze der Spieler mit der Nummer 25, Leon Schwers. Leon Schwers, einer der beiden Innenverteidiger, mit nach vorn gekommen. Jubel beim Wuppertaler SV. Und wir schauen auf das Replay. Schott in der Ecke, die kommt gut rein. Schwers setzt sich ab von seinem direkten Gegenspieler, von Justin Hoffmanns. Köpft ein, Meyer geschlagen, nächstes Gegentor für Wegberg Beek. Kommt ebenfalls gut. Höchste Gefahr auf der Torlinie. Meyer dazwischen gewesen, musste da angehen. Der Wuppertaler SV wartet da gar nicht so lange, versucht direkt nach dem ersten Querpass dann das Pressing auszuführen. Jetzt mal wenig Platz. Hoffmanns. Wer gelebt, wird das werden. Große Möglichkeit für Wegberg Beek. Justin Hoffmanns. Bornemann kommt da nicht ran. Und dann der Abschluss von der linken Seite von Wilms. Allerdings eben vorbei am Gehäuse von Paul Grabe. Langer Ball. Benchrop positioniert sich für den zweiten. Aber zunächst Hagemann und dann ist es Benchrop. Zweiter Schuss zur Such von der Linken. Wir kriegen hier die Wiederholung. Hagemann auf Benchmark. Meyer zur Seite abgewehrt. Demmings Schussversuch wird geblockt. Und somit ist es Eckball. Heute bislang 0:1 gegen die Gäste aus dem Bergischen Land. Die kommen wieder mit Götzschkan. Zieht er vorbei an Hassani. Zieht er nächstes vorbei. Gibt Applaus und Außenriss Flanke. Benchrop. Das wäre eines der Highlight-Tore der Saison geworden, hätte Johnson Benchrop den abschließen können. Hanke geht zu Boden. Kein Foulspiel entschieden. Klefisch treibt den Gegenstoß an. Marc Klefisch. Etwas kompliziert. Gelingt aber trotzdem. Timo Bornemann mit seinem ersten Treffer. Bornemann über links, der Torschütze, der gerade seinen Debüttreffer erzielt hat für Wegberg Beek. Hassani stark, zieht ab. Spend Hassani, der neue Toremann aus der zweiten Reihe. Hier gut den Körper reingestellt, gute Bewegung dann auch gegen Ercan. Versucht dann vorbei
dieser Versuch. Übrigens vor den Augen von 620 Zuschauern hier im Waldstadion von Beek, wie mir gerade mitgeteilt wurde, von Vereinsseiten. Erster Schuss geblockt von Schwers. Nochmal. Wegberg Beek. Torrens. Bringt rein. Hoffmann. Abgestaubt. 2-1 für den FC Wegberg Beek. Wer hatte das vorher auf seinem Tippschein? Wahrscheinlich niemand. Eine Stunde rum. Das Team von Mike Schmalenberg und Stefan Huben führt plötzlich gegen den Tabellenvierten. Wir blicken nochmal drauf auf die Entstehung. Hoffmanns macht den Ball nochmal scharf. Spencer Hassani, 10. Saisontor. Schock beim WSV. Jubel bei den Gastgebern. Spencer Hassani! Hagemann raus auf Schwers. Schwers schaltet sich mit nach vorn ein. Die Flanke vom Kapitän in Richtung von Marceta. Ball rutscht durch. Hagemann geblockt. Gerade gehen uns hier die Aufstiegshoffnungen, die noch verblieben waren, flöten. Bornemann gegen Schwers. Timo Bornemann zieht in die Mitte. Zieht ab und das 3:1 für Wegberg Beek. Mit Ansage Timo Bornemann. Gegenstoß, hinten nur noch 2. Bornemann in die Mitte. 2. Treffer für die Leihgabe von Energie Cottbus. Wuppertal löst sich so langsam auf. Lässt auch noch Demming aussteigen und der Schlenzer unhaltbar für Paul Grabe. Die 72. Spielminute. Der verlagert auf Götzschan. Flanke vom Linksverteidiger. Griff gefährlich. Da muss Ron Meyer noch eingreifen. Ansonsten wäre der Ball reingegangen. Wir sehen es nochmal, diese Reingabe von links. Und der Ball senkt sich danach. Der hätte die Unterkante der Latte touchiert und wäre dann reingefallen, hätte Ron Meyer nicht eingegriffen. Langer Ball, geht ins Aus. Florian Exner pfeift ab. Aus und vorbei. Vor 620 Zuschauern gewinnt der FC Wegberg Beek mit 3:1 gegen den Tabellenvierten, gegen den Wuppertaler SV, der nun 10 Punkte hinter Alemannia Aachen auf Tabellenrang 4 verharren wird. Leon Schwers hat die Wuppertaler in Halbzeit 1 in Führung gebracht. Nee, ich mach's nicht nochmal. Ja, hier könnt ihr eine Playlist euch anschauen. Da gibt's ein ganz tolles Video von uns. Und da könnt ihr uns abonnieren.